was talking about leaving. Milk carton, black and white face. Smile vacant for the picture. Parents waiting in the driveway. Tag, meine Lieben. So, ich melde mich jetzt dann auch mal bei euch. Ich hatte nämlich Slow Saturday, würde ich jetzt einfach mal sagen. Einen gemütlichen Samstag. Ich glaube, meine Flasche passt hier gar nicht rein. Meine riesen Trinkflasche, die habe ich mir jetzt mit Zitronenwasser gemacht. Dann auch noch meine Snacks. Hey, Riegel. Ich fahre nämlich jetzt zu meinem Tattoo-Termin. Ich werde nämlich heute meinen Gutschein einlösen, den ich Geschenke gekriegt habe. Und jetzt werde ich gleich auch nochmal die Adresse von der Tabea hier eingeben. So, Gutschein, Gutschein, Gutschein. Navi, nee, Navi ist hier. Und hier muss ich mit. Und ansonsten habe ich heute... Nee, weg da mal. Gelesen, den Workshop gehabt, der Instagram Aesthetic. Den Caution, ach so, Caution. Caution. Bräuch. Ich freue mich schon auf mein Tattoo. Das wird richtig nice. Lehm. Straße. 13. Okay. 19. Mache ich meine Playlist an. Und dann geht's los. Tank ist voll, Kinder sind bei Oma und Opa. Und oh, wir fahren jetzt. So viel dazu. Wo habe ich das denn hier? Ne, lächel doch mal, wenn ich nicht. Ich muss denn hier Lenes Playlist. Ne, das will ich auch nicht eigentlich. Ja, auch nicht. Wo habe ich das denn hier? Lene. Good Life. Da. So, ja, los geht's. Wir fahren jetzt. Ich bin gemütlich angezogen, habe extra einen Tanktop an, weil das halt hier um den Arm kommt. Und wir düsen jetzt. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. It's hard to see. But now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Lucky. Ja, meine Mutter hat das. Looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me.
schneiden. Oh. Hä? Ich mach so einen Kürbis, der kotzt. Das ist nicht so leicht. Okay, und ich mach einen Kürbis, der hat hier so einen großen Mund und der isst gerade einen anderen Kürbis. Das ist meine Idee. Und meine Idee ist, ich mach irgendwas mit diesem kleinen Kürbis. Die beiden da. Ja, Mieke und ich. Okay, ich mach. Ich will nicht sterben. Aber ich mach nicht so Zickzack, ich mach einfach normal. Okay? Warum? Oder? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Zickzack ist einfach Zickzack. Ja. Das ist voll groß. Kalben. Ja, jetzt ist egal. Willst du das nicht machen? Nimm doch das. Mein Gott, das ist echt schwer. Wie soll ich? Ja, komm hier hin. Bist du auch in der Kamera? Nein, ich komm hier nicht da rein. Das sehe ich schon rein. Ich glaube, am einfachsten wäre es, hätten wir es einfach normal gemacht. Da müssen noch die Augen drauf passen, ne? Das Schwan hat kurz angefangen. Oh, man sieht gar nichts. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Oh doch, man sieht was. Wir schneiden das doch sowieso aus. Also. Ist das keine große Katastrophe? Okay, das eine Auge ist größer als das andere. Egal. Dann machen wir noch eine Nase und den schreienden Mund. Machen wir das. Oh, hier war ein O. Ja. Okay, das ist ein Hasenkürbis. Und oh wenn ich gehe. Dann so wie ich gekommen bin, tada! Ja, vielleicht in die Kamera zeigen. Ey, das sieht wirklich aus wie ein Hase. Er schreit. Das ist da ein Ding. Oh! Oh. Yippie! Weil das stinkt! Ja. Action. Jetzt zähle ich meinen Kürbis aus, weil Miko den fertig geschnitten hat und das ist gar nicht so einfach. Ja, du hast auch so einen Riesenkürbis. Warte. Das schneide hier gleich alles warte. Raus. Warte. Ja, ich wusste gar nicht, dass in so einem Kürbis so viele Kerne drin sind. So. War das hier? Nee. Nee. Muss nur rausfinden, wie das lag. Nee. Oh, warte mal. Hier, glaube ich. Ja, so. Oh, ja, ja, gut. Oh. Oh. Okay. Ja. Endlich. Kannst du das mit den Fingern machen? Ja, kannst du auch. Ja, das geht gar nicht. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Wow! Echt? Ja, warum kannst du das so gut? Was denn? Ja, einen Kürbis schneiden. Hä? Das ist einfach nur rum. Ich hab's nicht hinbekommen. Das Ding ist jetzt, ist bei Carlos halt schwerer, den wieder aufzusitzen. Weil, wie, also rund ist okay, ja, eigentlich nicht. Es geht. Hä, hey, du bist schon fertig. Ich glaube, hier ist schwerer auszuschnitten, oder? Ich glaube, ja, warte, warte mal, Carlos. Okay, ja, ich mach schon. Das sieht aus, als ob, Ding. Das ist das Ding. Besser. Ist ja kalt. Ja. Das macht richtig Spaß. Wie das noch gar nichts gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es Spaß macht. Okay, Carlos. Wie ich ja nichts gemacht habe. Na, mir wird das für deinen Kanal. Ja, ich mach das auch mit den Händen. Yeah. Oh, das ist kalt. Egal. Soll ich das jetzt reinmachen? In den Eimer. Ja, also, ich stell den Böllchen in die Mitte. Nein. Das sieht einfach cool aus. So schief von alles? Oh, meine Hände. Meine arme Jacke. Ist an. Gar nicht mehr. Hallo, ich bin jetzt gerade hier und schnitze hier die Augen und die Nase aus. Ich bin gerade hier an der Nase. Sieht noch ein bisschen komisch aus, aber so, muss ja auch nicht schön aussehen. Ja. Soll einfach nur Spaß machen. Und da kann ich vielleicht gar nicht nehmen, meiner ist leer. Ich habe den Löchern benutzt. Ja. Und schneid einfach so, wie du willst. Mm. Also geht's
Die Nase ist jetzt auch gleich fertig. Ich muss nur noch. Ein bisschen schwierig hier. Wie, mein Arm passt da ganz schnell. Kannst du mir Haare aufsetzen? Wie denn? Mit der Kotze. Soll ich ausmachen? Okay, jetzt ist erst an. Ich bin fast fertig. Mach doch erst den Kürbis da rein und dann. Boah, dieses fucking Ding, ey. Jetzt steckt das da drin fest. Ich bin sad. Ich bin sad. Mach erst die Zahnschraube. Ja, das hab ich doch extra. Das soll doch halten. Wie soll es denn halten? Der rutscht da weg. Hä, ich würde einfach. Ich bin Zahn rausgebohrt. Wir sind fertig. Das ist mein Kürbis. Das ist der Kürbis von Miko und Joanna. Und das ist Carlos Kürbis. Carlos Kürbis ist am Kotzen. Wie bewertet ihr diese Kürbisse von 1 bis 10? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Willst du nicht mal deine Idee vorstellen, was du dir dabei gedacht hast? Also ja, ich habe mir gedacht, dass dieser... Ist jetzt nicht passiert. Ja, red weiter. Dass dieser Kürbis einen kleinen anderen Kürbis ist. Ja, ja, ist gut. Und ja, das sollte halt so gefährlich aussehen. Aber irgendwie, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und meins und Mikus soll so ein Zombie-Kürbis sein. Joanna hat die Augen so komisch geschnitten. Unterschiedlich. Ja, okay, Carlos, zeig deinen Kürbis jetzt noch. Das ist so ein Kürbis, der kommt. Warte, warte. Also das. Jetzt. Also, ja, das ist so ein Kürbis, der kotzt, der, ja. Hättest du auch eine Nase dahin gemacht? Stimmt, er hat keine Nase, aber sieht auch gut aus. Ja, auf jeden Fall hat er irgendwas gegessen. Und jetzt hat er alles ausgekotzt, ne? Ja. Ja. Aber ich frag mich, was das noch erst schmücken, dann muss es ja auch noch filmen. Warum willst du das denn machen? Mach doch schon mal das Ende trotzdem, ja. Wenn das eh am Ende kommt, das Video. Ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüssi! Hi Leute, ich zeige euch jetzt mal die Deko, die wir für Halloween gemacht haben. Ja. Sieht das spooky aus hier. Also man geht hier hin und dann hat man hier diesen Geist hier. Den kann man auch so anmachen, dann spielt er auch so gruselige Sachen auf jeden Fall. Und der hier, der ist auch voll cool, weil der leuchtet hier so. Und ja, das sieht hier alles voll cool aus. Hier haben wir auch die Spinne und hier ist auch Spinnennetz. Ich hätte immer Angst vor der Spinne. Aber jetzt nicht mehr. Und ja, das war's. Und der hier, der ist auch so cool. Ja, weil hier kann man Süßigkeiten reintun. Guck, und dann, wenn man das da rausholen will, dann greift er so an und dann erschreckt man sich. Hier ist noch so ein kleiner Geist. Den habe ich gerade dahin getan. Ja. Für die Klingel. Coole Deko.